Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es rund um das Thema Tragetuch und Tragehilfe. Die meistgestellteste Frage, die ich auf Instagram bekommen habe in den letzten Wochen und auch hier in den Videos, wenn man es gesehen hat: Wie bindest du das Tragetuch, Jule? Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Ich möchte auf keinen Fall darauf eingehen, welche Trage die beste ist, was sie alles für Eigenschaften hat und so weiter und so fort. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich eine Trageberatung zur Seite zu ziehen oder sich im Internet zu belesen, was eventuell für einen passend sein könnte, oder halt vor Ort sich direkt beraten zu lassen. Denn ich sage euch eins, ich bin davon felsenfest überzeugt, es gibt nicht die beste Tragehilfe oder das beste Tragetuch, denn die persönlichen Ansprüche sind ja total unterschiedlich. Der eine achtet total auf das Design. Die nächste Person möchte unbedingt, dass da ganz viele Schnallen dran sind. Person Nummer 3 möchte, dass es nur ein Tuch ist. Und es gibt so viele unterschiedliche Faktoren, auf die man achten könnte. Das ist einfach ein persönliches Gefühl, meiner Meinung nach. Denn ich teile ja auch meine Erfahrungen. Und dass es ganz viele unterschiedliche Techniken vom Binden her gibt, unterschiedliche Meinungen zum Tragetuch oder zu den Tragehilfen, das sei mal dahingestellt. Heute geht es um meine Erfahrungen und die werde ich jetzt mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und ich beginne als erstes euch zu zeigen, wie ich alle drei Tragevarianten, die wir zu Hause haben, umbinde mit Baby. Los geht's. Ich fange mal an mit dem Bondolino. Das ist mein persönlicher Favorit, was jetzt einen Tragesack angeht. Den haben wir auch schon am allerlängsten. Als allererstes für mich, worauf ich immer großen Wert lege, dass es nicht kompliziert ist. Ihr wisst ja, dass Babys eine ganz bestimmte Hockspreitstellung einnehmen müssen. Und da gibt es nur eine Funktion. Wenn man die Knopfleiste abmacht, kann man die hier unten in das Täschchen reinpacken. Dementsprechend schmälert man dann den Steg fürs Baby und je nachdem, wie groß das Baby dann ist, knöpft man das einfach wieder ran. Ich habe den jetzt nicht extra fürs Video sauber gemacht und hier muss auch noch ein Knöpfchen angenäht werden. Der ist halt tagtäglich fast in Gebrauch. Den haben wir meistens im Auto, wenn wir halt unterwegs sind, oder aber auch im Schrebergarten. Dann habe ich geliebt die Kapuze. Zum Vergleich, jetzt haben wir einen anderen, deswegen kann ich das auch insbesondere erwähnen. Die ist schön groß gefächert und geht über den ganzen Kopf, dass es da halt auch schön dunkel drin ist. Da konnte Hayley immer richtig gut drin schlafen. Für mich der größte Kritikpunkt ist das Klett, und zwar oben an der Kapuze. Das war oftmals so, und jeder kennt das, wenn das Baby erstmal schläft, möchte man sich natürlich zwischendurch immer absichern und reinschauen. Und durch das Klett ist es so laut, und dann war Hayley eigentlich grundsätzlich immer wach und Rosalie jetzt genauso. Das ist echt irgendwie so ein bisschen doof gemacht. Und dann kommt noch dazu, dass Motte wie auch Rosalie allgemein Babys ja auch gerne an den Tragen nuckeln, und das ist halt mit dem Klett nicht so praktisch. Das ist ja krisselig, fusselig, also ich finde es total doof gemacht an der Stelle. Ansonsten kann man die Trage auf jeden Fall auch auf dem Rücken tragen. Das haben wir, wenn es hochkommt, ein, zweimal gemacht. Wir tragen sie lieber vorne bei uns auf dem Bauch. Die Innenseite, die auf dem Bauch kommt, ist da, wo die Waschanleitung ist, also dieses schwarze Schildchen. Und dann schnüre ich mir das so fest, ich kann, ein bisschen über meiner Hüfte fest. Und das ist schon die halbe Miete. Jetzt brauche ich mir nur noch das Baby nehmen. Setz sie dann vorne in dieses Säckchen rein, also in diese Hockspreitstellung. Ganz wichtig, lasst niemals eure Babys los. Ihr müsst sie immer mit festhalten. Und dann nehme ich den einen Schultergurt nach hinten, halte sie natürlich schön fest, dann den anderen. Und erst wenn ich beide Gurte hinten gegriffen habe, ziehe ich das schön straff und überkreuze es und hüpfe dabei immer ein bisschen hoch. Ihr könnt es auch einfach ziehen. Für mich im Laufe der Jahre war das die einfachere Variante, quasi mit dem Baby einmal hochzuhüpfen, damit ich es strammer hinbekomme. Dann führe ich die Schultergurte unter den Beinchen beim Baby entlang. Achtet dabei, dass ihr nicht an dem Hauptgurt irgendwie hängen bleibt, und dann einen dicken, festen Knoten machen. Auch da hüpfe ich immer nochmal, damit es wirklich schön stramm wird. Einer alleine reicht nicht. Ein Doppelknoten, dann noch eine Schleife. Und das war es dann auch. Und zur Nackenstütze mache ich dann einfach immer nur nochmal die Kapuze, wenn ich alles hingezippelt habe, dass es für mich auch bequem ist, ans Klett ran, solange sie noch nicht schläft. Wenn sie natürlich eingeschlafen ist, drüber. Und hinten muss auch immer alles gerade sein und nicht einschnüren, weil sonst ist es auf Dauer ziemlich ungemütlich. Und das war's. Schon ist das Kind glücklich.
Das ist unser zweiter Tragesack, beziehungsweise das ist richtiges Tragetuchmaterial. Von daher ist das mehr eine Kombination aus beidem. Das ist die Marke Limas. Die haben wir netterweise kurz vor der Geburt zugeschickt bekommen. Und ich finde sie optisch alleine schon der Knaller schlechthin. Die ist wirklich ultra angenehm zu tragen. Das kann ich gleich schon von vornherein sagen. Hier ist es jetzt im Gegensatz zu dem Bondolino anstelle von Klett eben mit so einem Schnallsystem. Das geht natürlich auch super einfach. In den beiden Schultergurten ist so ein Polster drin, das kann man aber auch rausnehmen. Ich wollte das die ganze Zeit machen, aber Ralf findet das super angenehm, deswegen habe ich es drin gelassen und der liebt die Trage total. Was ich sehr schade finde, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, das ist hier die Kopfbedeckung. Also dieses Mützchen, wenn Rosalie denn eingeschlafen ist. Denn wenn sie hier drunter ist, ist hier einfach viel zu viel Spielraum. Und gerade wenn die Sonne scheint, muss ich halt extra immer noch so ein Schnuffeltuch drüber legen, weil sie liebt es ab. Göttisch, wie auch Motte, wenn sie in der Trage war, wenn es wirklich dunkel ist. Und das ist das Einzige, was ich dran aussetzen kann. Ansonsten ist sie wirklich einfach zu bedienen. So, was ich auf jeden Fall schwieriger finde, im Gegensatz zum Bondolino, und das ist ja mein einziger Vergleich, den ich habe. Danke, Rosalie, für den Lärm im Hintergrund. Den Steg zu kürzen, damit die Hockspreizstellung angepasst ist an ein Säugling oder ein Baby, je nachdem, wie groß oder klein eure Babys sind, finde ich persönlich bei der Limas ultra schwierig. Man muss hier nämlich den Klett lösen, das empfand ich schon als sehr aufwendig, und ihn dann zusammenraffen, das war mir irgendwie viel, zu anstrengend. Da musste man den irgendwie extra umklappen als Säugling, und deswegen habe ich gesagt, ne, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf, habe den wieder in die Schublade gepackt und erst Wochen später rausgeholt. Und jetzt brauche ich dieses spiegelverkehrte Zuklappen nicht mehr und kann sie einfach so reinsetzen. Das waren diese zwei Punkte. Ansonsten vom Tragegefühl Bombe. Das ist zum Beispiel der Favorit von meiner Mama und auch von Ralf. Die Limas binde ich mir genauso um wie den Bondolino. Ich orientiere mich da, wo das Waschschild ist. Das kommt an meinen Bauch. Und ihr müsst halt immer schauen, habt ihr einen Säugling, wie groß ist euer Baby? Dementsprechend passe ich das immer um und bei an meinen Bauchnabel an. Also je kleiner meine Kinder waren, desto höher überhalb des Bauchnabels muss ich mir immer den Hauptgurt schnallen oder eben kletten. Und je größer sie werden, dann meistens auf dem Bauchnabel oder ein bisschen tiefer. Bei der Limas kann man jetzt das Überhängsel super gut eindrehen und dann befestigen. Dann setze ich mir das direkt in die Mitte und kann mir dann schon Rosalie hinschnappen. Die war zu dem Zeitpunkt auch gerade müde und hat sich schon gefreut, dass sie da rein kann. Auf jeden Fall setze ich sie genauso wie auch beim Bondolino eben einfach in das Säckchen rein. Nehme den einen Schultergurt nach hinten, halte sie immer fest mit der anderen Hand und trage dann den nächsten auch über die Schulter. Ganz wichtig wieder, dass immer das Ganze von Kniekehle zu Kniekehle geht. Dann halte ich hinten die beiden Stränge fest und erst wenn ich sie feste im Griff habe, lasse ich vorne los und überkreuze das Ganze. Für mich ist immer am entscheidendsten, egal was ich trage, Tragetuch oder einen Tragesack, dass hinten nichts verknotet ist, weil das schnürt nach kurzer Zeit ein und dann bekomme ich Rückenschmerzen. Es muss immer glatt sein, dann nehme ich mir lieber eine Minute länger Zeit. Man kann das im Anschluss auch immer noch mal alles korrigieren. Auch hier hüpfe ich dann immer noch mal ein bisschen mit hoch. Wenn ihr das Gefühl habt, das Baby sitzt ein bisschen schief, dann müsst ihr das so ein bisschen aufspielen von den Gurten. Den einen ein bisschen strammer ziehen, den anderen ein bisschen locker. Das hat man nach ein paar Mal Tragen wirklich schnell raus. Und dann wird auch ein Doppelknoten gemacht. Und wenn ich merke, sie sitzt mir zu tief, wenn ich mir alles hingezippelt habe, das erkenne ich zum Beispiel am besten immer, wenn es an den Schultern zu locker ist oder ich ihr aber einen Kuss auf den Kopf gebe und der Abstand einfach zu groß ist, dann löse ich einfach den Knoten wieder auf und zippel mir das so lange zurecht, bis sie wirklich auf Kopfkusshöhe ist. Also, dass ich sie entspannt mit meinem Kuss auf den Kopf küssen kann. Das ist für mich die optimale Höhe. Und zu guter Letzt besitzen wir zwei Tragetücher. Einmal in der Farbe Grayish und einmal in diesem wunderschönen herbstlichen Ton, wie ich finde. Ich glaube, das ist die Farbe Hazel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich werde euch alle Tragen unten in der Infobox einmal verlinken. Sollte ich noch einen Rabattcode haben, werde ich den unten mit dazu schreiben. Ansonsten kann ich die Firmen gerne fragen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel die beiden Tücher von der Firma Little Wombat und bin ultra zufrieden. An einer Seite von dem Tuch befindet sich dieses kleine Säckchen und da kann man dann super angenehm das Tuch verstauen. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus, lässt sich natürlich dann auch total gut mitnehmen. Für mich mein absoluter Favorit, ob auf Instagram oder hier auf YouTube. Ich glaube, ihr seht mich am allermeisten hiermit, weil ich trage es am allerliebsten. Es ist für mich wirklich wie eine zweite Haut.
Als allererstes hole ich mir natürlich das Tuch aus dem eingenähten Säckchen raus und dann ist die erste Aufgabe, die Mitte zu finden. Ich gehe stark davon aus, dass die meisten Anbieter das Ganze kennzeichnen durch ihr Logo oder durch ein Zeichen. In meinem Fall ist es jetzt ein kleines Herzchen. Leichtigkeitshalber nehme ich mir dann die Mitte und raff die mir bis zur Hälfte, lege mir die dann um den Bauch. Das wird sich jetzt gleich eh nochmal hochruffeln, aber das ist nicht so wild. Für mich geht es einfacher, dann mein Hauptziel zu schaffen, nämlich auf dem Rücken knotenfrei das Ganze einmal zu überkreuzen. Denn ich sag's euch aus Erfahrung, wenn das nicht gerade ist und breit gefächert, dann bekomme ich so schnell Rückenschmerzen und das soll natürlich nicht sein. Wenn ich das geschafft habe, kommt es vorne, ich sag mal in Anführungszeichen, wieder hier durch meinen Hauptgurt und dann wird alles richtig schön stramm gezogen. Leute, das muss so fest sein, dass ihr glaubt, oh Gott, das kann nicht richtig sein. Doch, es darf nur noch ein Pünktchen Luft zwischenpassen, dann ist es genau richtig. Wenn jetzt von meinem Hauptgurt, sage ich mal, den ich mir als erstes so umgeschnürt habe, das noch zu schlabberig ist, dann ziehe ich einmal an der Halsseite das Tuch lang und die Unterkante von dem Haupttuch, das sind dann die Außenseiten. So könnt ihr euch das auf jeden Fall merken. Wenn es sich dann für mich stramm genug anfühlt, überkreuze ich ungefähr auf Bauchnabelhöhe die Tücher, dann auf dem Rücken noch einmal, komme vorne wieder an und mache mir da erstmal einen Doppelknoten. Schieb dann diese Hauptbahn ein bisschen nach unten, um Platz zu machen und drück halt diese Schultertuchgurte so ein bisschen nach unten, dass sich das schön dehnt. Dann schnappe ich mir Rosalinchen und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Das erste Beinchen von euren Babys muss in die untere Tuchbahn gelegt werden, also die Tuchbahn, die sich an eurem Bauch befindet. Dann kommt das zweite Beinchen hinterher, sieht immer gröber aus, als es eigentlich ist. Und dann setzt ihr sie auch in die Hockspreitstellung, indem ihr die Tuchbahn einfach in die Kniekehlen packt, sodass der Pöschi immer schön tiefer sitzt als die Kniekehlen. Und dann legt ihr die untere Tuchbahn, wo ihr das erste Beinchen eben reingepackt habt, einmal komplett über den Rücken zur anderen Kniekehle. Und wenn ihr das geschafft habt, legt ihr natürlich die zweite Tuchbahn gegenüber in die andere Kniekehle rein. Ich hüpfe hier auch immer noch mal so ein bisschen. Das Baby bewegt sich natürlich auch irgendwann, macht die Arme raus, turnt. Da zippel ich mir das alles immer ein bisschen zurecht. Das ist überhaupt gar kein Problemchen, bis sie richtig schön sitzt und wie gesagt die Tuchbahn in den Kniekehlen sitzt. Dann greife ich an meine Haupttuchbahn nur mit dem Daumen an der Oberkante entlang, damit sich das Ganze eben nicht verdreht und packe das erste Beinchen rein bis zur Kniekehle. Und auf der anderen gegenüberliegenden Seite genau das gleiche. Und wie man jetzt gleich sehr gut erkennen kann, ich habe so oft Tutorials gesehen, wo immer nur die Puppen drin sitzen. Die sind natürlich schön still und bewegungslos, aber unsere Babys bewegen sich natürlich auch. Ist manchmal eine kleine Herausforderung, wenn der eine Arm da wieder raus will oder hier. Aber Leute, Übung macht den Meister. Ihr zieht diese Bahn dann bis zum Nacken hoch und das Überschüssige, das setze ich einfach immer unter ihren Poppes. Und wenn das dann erledigt ist, ist es ganz oft so, dass ich einfach den Knoten nochmal öffne, um mir das hinten am Rücken auch nochmal richtig bequem festzumachen. Ich hatte jetzt keinen Spiegel, ich konnte das nicht so gut sehen. Auch das fächere ich eigentlich immer breit auf, unter den Beinchen durch, genauso quasi wie beim Tragesack und dann mache ich direkt unter dem Popo einen Doppelknoten. Und zu guter Letzt nehme ich mir einfach die Schulterbahnen und fächere mir die wie so ein T-Shirt quasi auf, damit ich auch hier am besten das Gewicht vom Baby halt ja platzieren kann, dass es halt überall gleichmäßig ist. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich zuppel links, ich zuppel rechts, bis es für mich halt wirklich optimal ist. Ich sage ja, es sieht aus wie ein T-Shirt und so funktioniert es für mich und Rosalinchen am allerbesten. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich den Alltag ohne Tragesack oder Tragetuch überstehen sollte. Wenn das Baby eingeschlafen ist, könnt ihr sie unter einer Tuchbahn verstecken. Ganz wichtig, die Nase muss natürlich immer frei bleiben. Da müsst ihr immer gut drauf achten. Und ansonsten habt ihr die Hände frei und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ich liebe es. Und an der Stelle sei nochmals gesagt, ich bin keine professionelle Trageberaterin. Ich liebe es zu tragen und das ist mein Weg, es zu tun. Und ihr könnt natürlich das Baby auch ganz einfach aus dem Tragetuch rausholen, ohne es komplett abzubinden. Ich habe ganz oft am Anfang auch mir das Tragetuch morgens schon
festgeknotet und wenn sie irgendwie unruhig wurde, habe ich sie direkt reingepackt, sie wieder rausgenommen, es umgelassen, vor allem auch, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Ihr macht das Ganze, wie ihr es gerade gesehen habt, einfach nur rückwärts. Und das ist im Gegensatz zu den Tragesäcken das Einzige, was ich noch nie geschafft habe, wenn sie eingeschlafen ist im Tragetuch und ich sie auf diese Art und Weise raushole und ablege, wurde sie immer wach. Also das hat nicht funktioniert. Tragetuch bedeutet, das Baby bleibt auch die ganze Zeit am Schlafen an mir. Ihr habt es gesehen, es geht wirklich flott. Das liegt aber auch daran, Übung macht den Meister. Und falls ihr jetzt gerade vor der Entscheidung steht, Tragehilfe oder Tragetuch, mache ich das überhaupt, traue ich mich das, dann könnt ihr euch sicher sein, genauso ging es mir auch, als Hayley, ich weiß nicht, ich glaube 2, 3 Monate alt war. Vorher habe ich immer gesagt, sowas brauche ich nicht, sowas werde ich nie brauchen, weil man halt noch hier oben im Köpfchen hat, man schiebt das Baby im Kinderwagen durch die Gegend. Pustekuchen. Es ist natürlich jetzt im Nachhinein sowas von klar, dass Babys einfach dieses Urvertrauen weiterhin außerhalb des Bauches brauchen. Und deswegen bin ich ein Fan von diesen Tragehilfen und wüsste gar nicht, was ich ohne sie getan hätte und jetzt aktuell tun würde. Denn ich habe meine Mäuse immer an mir dran. Ich weiß, wie es ihnen geht. Ich wüsste gar nicht, wie ich den Alltag wuppen sollte ohne ein Tragetuch. Denn es ist halt nicht so einfach, ein Baby einfach irgendwo hinzulegen und es wird schon schlafen. Es gibt solche Babys, aber meine Kinder sind definitiv nicht die Sorte, leg mich irgendwo hin und ich schlafe dann einfach seelenruhig und friedlich. Das kostete und kostet auch aktuell immer noch Zeit, sie zum Schlafen zu bringen. Ich habe bei Hayley angefangen, weil meine Mama mir eine besorgt hatte, weil ich zu ihr gesagt habe, die will die ganze Zeit auf dem Arm und ich habe immer nur eine Hand frei. Wie soll ich das denn machen? Ich muss ja nun auch meinen Haushalt machen, ich muss kochen, ich muss ja irgendwie den Tag überstehen. Und das geht halt nur, wenn man 2 freie Hände hat. Und dann hatte meine Mama mir die Vego mitgebracht. Die habt ihr jetzt in dem Video nicht gesehen. Ich kann sie euch trotzdem unten mit verlinken. Die ist jetzt nämlich schon eingeschweißt in einer unserer Vakuumbeutel. Das wäre jetzt zu viel Aufwand gewesen. Und ihr kennt sie ja auch, wer uns schon so lange verfolgt. Ansonsten, wie gesagt, der Link in der Infobox. Und die hat extra noch so einen Einsatz extra für Säuglinge. Und das fand ich immer sehr gut. Und dann konnte man den Reißverschluss noch zumachen. Und das war für mich, für die erste Trage, die ich überhaupt hatte, das Nonplusultra. Ultra. Und da drin hat Hayley tatsächlich die ersten Wochen drin gelebt. Und dann, nachdem ich mich mehr damit beschäftigt habe und ich voll auch die Rückenschmerzen bekommen habe und gedacht habe, irgendwie fühle ich mich selber da drin gar nicht mehr so richtig wohl, habe ich mich auf der Suche nach etwas anderem gemacht, denn sie werden natürlich auch schwerer. Und dann habe ich den Bondolino entdeckt und mir ganz viele Videos dazu angeguckt, mich belesen aus unterschiedlichsten Quellen, den dann bestellt, ausprobiert und ich habe ihn von Tag 1 an sowas von geliebt. Und darin haben wir Hayley quasi großgezogen. Also sie war nie im Kinderwagen, das waren Ausnahmen. Am wohlsten hat sie sich immer an mir und an Ralf oder auch an meiner Mama wohlgefühlt. Und das ist natürlich auch klar, dass der Instinkt, ich möchte bei meiner Mama, bei meiner Familie sein, dieser Kontakt, diese Nähe, dieses Wohlfühlen, das Vertrauen, ne? Man ist dann auch immer zugange beim Haushalt machen, man schunkelt die ganze Zeit. Sie kennen es ja nicht anders, es war ja im Bauch genauso. Und deswegen gehört unsere Familie definitiv zur Tragefamilie. Wir lieben es total. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Mag man das oder mag man das nicht? Für uns kommt nichts anderes mehr in Zukunft in Frage. Ich kann euch sagen, dass für mich persönlich das Tragetuch am angenehmsten ist. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts vor mir am Bauch. Also es fühlt sich für mich wie eine zweite Haut an. Ich habe auch das Gefühl, dass Rosalie viel besser und tiefer und vor allem auch länger daran schläft als in einer Trage. Allerdings finde ich zum Ablegen, wenn sie schläft, das Tragetuch nicht ganz so optimal. Also entweder hopp oder top, entweder schläft sie die ganze Zeit da drin oder aber wie in der Trage, wenn sie eingeschlafen ist und ich versuchen möchte, sie ins Bettchen zu legen. Dafür finde ich die auf jeden Fall geeigneter, weil ich sie halt dann nicht so rauswuppeln muss, sondern ich mache unten den Knoten auf, nehme einfach das Obermaterial so runter und kann sie dann ins Bettchen reinlegen. Klappt nicht immer, logischerweise, aber man versucht es natürlich immer wieder, weil es ja dann doch nochmal ein Unterschied ist, ob ich 2 freie Hände und ein Baby vorne drin habe oder 2 freie Hände und das Baby im Bettchen ist. Nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich bei jedem weiteren Kind nicht mehr den Vego nehmen würde, sondern direkt das Tragetuch. Ich hatte irgendwie Angst
vor dem Tragetuch. Ich habe gedacht, ich kriege das niemals hin und ich musste auch mehrmals üben und habe es immer so vor mich hingeschoben. Das lag wochenlang in meiner Schublade, aber ich habe gedacht, ich kriege das sowieso nicht hin. Ich finde, es gibt übertrieben viele Videos zu Trageanleitungen und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass sie total kompliziert sind. Und dann habe ich mich einfach selber damit beschäftigt. Ich habe es einfach probiert. Probieren gegenüber studieren. Dementsprechend war es auch so. Ich brauchte die ersten Tage immer ein bisschen Übung und ich wurde immer stolzer, je öfter ich es geschafft habe. Und jetzt mache ich das mit verbundenen Augen und natürlich mit viel mehr Sicherheit als vorher. Ralfi zum Beispiel ist mehr der Typ Trage. Also der liebt die Tragen. Der findet das Tragetuch bei mir immer super cool, aber er selber hat gesagt, das ist mir irgendwie zu viel Kuddelmuddel. Und das ist das, was ich meine. Der eine Mensch, dem passt das mit den Tragen super und der andere, der braucht halt ein Tragetuch. Das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil wir ja auch eine unterschiedliche Anatomie haben. Und von daher ist das ja auch vollkommen legitim. Und deswegen gibt es ja auch so viele Tragetücher, Arten und Formen und Tragehilfen und wie Sand am Meer. Und mit dem Tragesack habe ich Heidi damals mit durch den Alltag genommen. Und jetzt mit Kind Nummer 2 sind die Tragen für mich einfach noch das Nonplusultra Deluxe. Denn was würde ich machen, wenn ich andauernd ein Baby auf dem Arm hätte und mein anderes Kind meine Aufmerksamkeit braucht? Das ist halt immer schwierig und der Arm wird ja auch irgendwann lahm und zum Affenarm. Der hängt dann irgendwann nur noch runter, man hat Muskelkater und es ist einfach unbequem. Und wenn Rosalie im Tragetuch ist, kann ich mit Heidi trotzdem weiter spielen. Ich kann mit ihr einkaufen gehen, ich kann draußen spazieren gehen, Fußball spielen, mit ihr auf Spielplätze gehen. Ich kann mit ihr puzzeln. Ich kann alles damit machen, kochen. Und das ist für mich Freiheit und ich liebe das einfach und habe halt meine Kinder immer bei mir. Das soll es zu dem Thema gewesen sein. Ich wollte jetzt auch kein riesen, mega langes Video machen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!